Und damit herzlich willkommen zur zweiten Bauphase von unserem Bahnhof Romanshorn. Ich habe mich mal ein bisschen bezüglich den Shunting-Sensoren informiert und ich würde sagen, wir bauen unseren Bahnhof um, dass wir das nicht so hier als Bahnhof machen, weil das hat seinen Vorteil, dass hier die Züge so rauskommen können. Aber wie wäre es mit ein bisschen wirklichen Rangieren? Also das, wenn wir umbauen, dann möchte ich bei Amriswil noch ein bisschen was hinzufügen. Vielleicht zumindest eine Station, dass wir da noch was haben oder zwei, je nachdem, wie es ausgeht vom Platz. Aber zuerst mal Umbaumaßnahmen hier. So, was wir jetzt hier erstmal machen, das ist hier Bahnsteig entfernen. So. Den Bahnsteig lassen wir, weil das da will ich für Lokorama lasten. Dass wir das hier, dass hier die Züge rein und rauskommen können. Aber der Rest wird für Shunting da sein. Okay, das einmal löschen. Wir brauchen dann hier auch noch Autosignale. Was ich so im Tutorial gesehen habe. Okay, auf mit dem Löschen. Signale. Die müssen so schauen. Okay. Und ja, da unten will ich. Ja, wir machen das auch zum Autosignal. Und wir brauchen hier zum Schluss ebenfalls nochmal hier diese Autosignale. Hätten wir das. Ja, komm. Nee, das ist jetzt falsch rum. Könntest du das bitte nochmal löschen? Danke. So, einmal so rum. Jetzt Sensoren. Stabling-Sensor, Shunting-Sensor. Ich meinte, das war. Was ist der hier? Nee. Einmal löschen. Ah, welcher war denn das? Bahnsteig-Zuweise. Special Track? Nee. Ah, da. Shunting Circuit. Sprich, einmal. Ne? So, bei den Signalen hier. Okay, weil dann kann man die hier zum Rangieren nutzen. Das muss ich auch hier machen. Und das machen wir bei den Signalen hier noch mit dazu. Dass die da, wenn dann, in dem Bereich hier rumrangieren können. Macht das Sinn? Ist eine gute Frage. Ja, dann sehen wir mal den Fahrplan erstellen, ob das Ganze dann soweit aufgeht. So, da. Das ist jetzt Lokorama. Das da unten. Ja, okay. Und dann hätten wir das. Wie sieht das aus? Wenn wir das einmal kurz starten. Oh. Das sieht genauso aus, wie ich es mir ungefähr vorgestellt habe. Okay. Wir gehen mal wieder in den Editor-Modus. Passt das für mich? Okay, Lokorama. Amriswil. Amriswil will ich nochmal schauen, ob sie hier drin Weichen hat in echt oder ob das dann einfach weitergeht. Dazu gehen wir mal kurz auf Google Maps. Mal kurz einblenden. Also da, Lokorama, ne? Das eine Gleis ist das, was ich jetzt da definiert habe. Amriswil. Was ist denn da? Satellitenbild. Danke. Haben wir hier einen Bahnübergang. Alles gerade. Und sehe aber keine Weichen. Ne, ist alles gerade. Was wäre das nächste für da hinten? Hier. Das wäre Oberach. So ein kleiner Haltepunkt hier. Hinter Oberach hat es. Industriegleis hier. Es sieht nach zwei Gleisen da oben aus und eins geht da nach hinten zur Trocknerei Achtal. Und dann haben wir hier noch mal ein paar Weichen.
wieder nach hinten weggehen. Wollen wir das darstellen? Und wie weit wär's bis zum nächsten noch? Oh. Da hätten wir das hier. Da könnte man in der Karte natürlich auch noch was Interessantes machen, aber das kriege ich platztechnisch nicht unter. Dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns mal hier um Oberach. Okay. Also, hier wieder rein. Das heißt, das Ende hier ist keine Übergabe. Auch wenn wir es entlassen können. Gleisgeschwindigkeiten. Das war es 80, was ich da hier hinten hatte. Ich muss mal ganz kurz schauen, was die Gleisgeschwindigkeiten so ab Amriswiese sind. Ich muss mal schon in meinen Plan reingucken. Ich bin gleich wieder bei euch da. So, da bin ich schon wieder. Und die ganze Strecke, eigentlich schon ab da, ist 120. Das heißt, wir müssen das hier upgraden. Ja, C. Ne, Upgrade. Ach so, warte mal, jetzt macht er das hier so. Okay, also das ist 120. Einmal so. Und 120. Das ist dann hier so 90, 80. Das passt. Ach, das da oben muss ich mir noch geben, wie das da ist. Habe ich ja noch in der letzten Episode erwähnt. So, 120. Wir gehen her. Mal so ein Zweierstück. Und von da 1, 2, 3, 4 hätte ich jetzt mal gesagt. 1, 2, 3, 4. Achso, ne, Moment. Ich muss das mit dem Signal abgrenzen. So. Oh, ein alter Block. Ist das zu viel? Ach, jetzt habe ich wieder den gleichen Fehler gemacht wie vorher. Ach, ich und dieser Autoblock. Nee, Moment. Das passt schon. Oder? Wenn die da jetzt... Naja, wir machen da gleich ein Stück dazwischen. Und 120 bitte. So. Einmal das Signal. So. Und jetzt nochmal. Machen wir das so, hätte ich jetzt gesagt. Das bitte als Block. Nice. So, dann machen wir jetzt hier. So. Einmal so, einmal so. Bahnsteig. Wie kacheln wir da breit? 1, 2, 3. Also 3, 4, 5. Mit dem Signal 1, 2, 3, 4, 5. So. Und so. Dann müsste das passen. Signal. Einmal da, einmal da. Wobei, kann... Kann ein Zug... Hier so rein spawnen, wenn das... Wenn hier links nicht ist. Aber ich muss das mal kurz ausprobieren. Wir machen das mal zum... Bahnhof hier. Also gleich die Höhe wie das da. Weisen da Bahnsteige zu. Oder 1, 2. Und jetzt machen wir hier nochmal so einen Autoblock. Also ich sage jetzt mal hier 120. Nur für Testen.
Ah, aber so kann er nicht einfahren. Nee, das ist doof. So, das Signal nochmal. Jetzt hier den Autoblock. So, jetzt bräuchte man halt irgendwie ein Contract. Contract ist these two stations, sagen wir mal. Ach, den kann ich nicht auswählen. Ja, so kann ich jetzt contract these two stations. Halt hinzufügen. Von da nach. Halt hinzufügen. Da. Und halt hinzufügen. Noch da. Einfach mal für die Leute. No path found. Size feature calculation might be in. Ja, okay. Das geht so nicht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Okay. Wieder was gelernt. Dann können wir das hier wieder löschen. Löschen, löschen. Dankeschön. Also, der ganze Spaß hier weg. Wir könnten höchstens die Industrie ein bisschen an... Nein, das geht auch nicht. Ich muss ja beides hier terminieren. Gut. Hätten wir das einmal hier bitte editieren. Übergang West. Übergang West. So wird es Oberach. Einmal Oberach. Jetzt so im Nachhinein wird das mit der Fahrzeit noch interessant werden. Wenn man jetzt nach echten Fahrplan geht, wie lange die da hier drin sind, ne? Ich hab das jetzt einfach mal so nach gut Gefühl hier drin gemacht. So, Geschwindigkeit müssen wir noch upgraden hier. Einmal C. Einmal C. 120. Dann sieht das gut aus. Und hier brauchen wir auch noch das Upgrade. Okay, dann ist das hier 80. Ich schaue jetzt noch mal ganz kurz im Geschwindigkeitsplan nach, ob das da 80 ist. Aber ich mag es ja bezweifeln. Ich bin gleich wieder für euch da. So, da bin ich da wieder. Ich bin wieder beim Thema Gleisgeschwindigkeiten halt gewesen. Und ich habe mich jetzt so entschieden. Also mein Gleisplan ist das farblich halt hinterlegt, was halt wie schnell ist. Also grün, rot und orange hat es da. Zum Beispiel orange wäre so unter 55, rot 60 bis 75. Grün 80 bis 95. Blau 100 bis 125. Haben wir jetzt gerade in dem Bereich nicht. Und ich lasse die Züge hier im Bahnhof mal ein bisschen zu schnell fahren. Also beispielsweise die Strecke von den zwei Signalen da nach oben, das wäre zum Beispiel rot. Das wäre nach Plan 60 bis 75. Rot wird auch auf das Gleis hier reingehen. Und das untere wäre orange, sprich unter 55. Und ich sage jetzt, wir nehmen jetzt einfach das 80er Gleis für grün und rot zusammen in einer Geschwindigkeitskategorie. Und orange ist einfach 40. Gut. Und jetzt muss ich hier einen Konstruktionsfehler ausbessern. Das da hier stimmt nicht mit dem Plan überein. Jetzt habe ich falsch aus dem Kopf gebaut. Ich tue den Plan gerade mal reinzoomen. So. Und zeige euch den mal. Ja. Geht um den Bereich da. Das ist hier falsch. Und das tue ich jetzt mal besser nachzeichnen. Ich mache jetzt so meinen anderen Plan wieder dafür. Das heißt, Abrissbirne. Das kommt weg. Und dann gleich mal schauen, wie ich das hier wieder bastel. Das da ist auch falsch, weil das geht nicht auf die Weiche da so oben rauf. Das geht vorher aber so. Und das da
stimmt so auch nicht. Und wir schauen, ich hab gesagt, das ist hier rot runter. Geht hier nochmal eins so. Und das geht hier so. Mal schauen, wie kann ich das am dürfsten zeichnen? So. Jetzt machen wir hier die Einfahrtssignale, wie es bei mir im Plan sind. Da. Und das ist eine 40er Verbindung, die Weiche. Nee. Das geht hier so. Aber das ist jetzt richtig. Ja, das sieht richtig aus. So, im Vergleich. So habe ich das jetzt gebaut. Und im echten Plan sieht das Ganze so aus. Ah, sitzt er. Da eben das eine. Von der Weiche da, das Gleis geht halt hier so runter. Und dann ist halt hier nochmal dieser Schwenk dann hier drin. Okay, wo das dann hier so zusammengeht. Nach da oben. Okay, Plan wieder ausblenden. Jetzt muss ich hier den Schwenk hat irgendwie sauber wieder hinkriegen. Editor-Modus. Denken hier mit 80. Kann ich das so machen? Das sieht gar nicht mal so doof aus. Okay. Da das gleiche. Oder ob wir das noch ein bisschen näher rankriegen. Mal kurz testen. Ne, dann würde er hier reingehen. Das ist schon das Maximale. Geile Sache. Okay, von den Geschwindigkeiten her. Das wäre ein Upgrade für da. Und das Gleis hier rein. Das ist hier noch schnell. Das ist schnell. Tatsächlich das hier auch. Und jetzt muss ich mal, jetzt muss ich gucken. Hier hinten raus ist es 40. Das obere Gleis hinten raus ist wiederum schnell. Das heißt, hier einmal upgraden. Es ist da im weichen Bereich schnell. Und das obere ist rot hinterlegt. Das ist ebenfalls schnell und geht dann gerade auch so wieder raus. Och nee. Och nee. Ich hab's da oben genau wieder falsch gebaut. Ab hier geht es runter. Ich könnte es natürlich ignorieren, dass es dann so ist, aber das wäre dann falsch vom Plan her. Ich bin auch beim Bauen einfach ein Chaot. Okay, ich tue das hier einmal kurz verschieben. Ich würde sagen, es sitzt hier nach dem Cut. Da, ein Umbau später. Jetzt ist hier alles soweit richtig. Das sieht jetzt auch ein bisschen besser aus. Die Signale sind jetzt hier ein bisschen versetzt. Ist wie es ist. Ich habe hier noch ein bisschen Deko rangefügt. Und ja, das ist Stand jetzt. Jetzt kommt dieser Bereich da dran. Ich zeige dir mal ganz kurz auf den Plan. Sprich, die Gleise 68 bis 54, die hier jetzt so inklusive dem Spaß hier. Und dass wir dann hinten da wieder hinkommen, wo das eine Gleis von da hinten raufkommt, das müssen wir auch noch fertig ziehen. Da geht es dann hier auch noch einmal so drüber. Und auch hier nochmal ein bisschen weichen Spaß. Und dann haben wir noch diese Abstellung da oben. Da muss man schauen, ob man da einfach nur das als ein Ding macht und Zug hier rein und raus fährt. Es gibt auch die Connection noch da oben noch. Mit den Abstellgleisen hier. Überlege ich mir noch. Da hat es halt dann ja auch keinen Saft mehr. Bauen wir jetzt erstmal das. Ich werde mal für mich mal eine vereinfachte Karte anzeigen lassen. Und versuche das mal anhand von der ein bisschen nachzubauen.
Ich fange an. Das ist jetzt erstmal mit dem 40er-Bereich. Ich würde mal sagen, kommt es dann hier so drauf? Probier's mal. Eins nach oben. Ungefähr so habe ich das gemacht. Es geht hier nochmal eins nach oben. Oder ich ziehe einmal alles eins weiter. Dann geht das hier nochmal. Okay, ich muss das mal generell weiterziehen. Das geht hier wieder nach unten. Das oberste geht hier nach da. Nee, das war falsch. Oder? Nee. Doch, das war falsch. Das ist nicht die richtige Höhe. Da Blödsinn baut. Das verbindet sich mit. Also das geht dann. Das geht hier so rüber eigentlich. Aber das heißt ja dann. Weil das geht doch direkt am Depot vorbei. Warte mal, das Gleis geht ja auch so rüber. Ah, jetzt weiß ich, warum ich das Spacing drin habe. Das, wegen dem Perron hier. Okay. Also sind die zwei da oben. Ja, okay. Das wird hier gelöscht. Ich glaube, ich mache das so. Wobei, jetzt will ich mal schauen. Von dem untersten Abstellgleis zu dem Gleis da oben. Wie viel Abstand ist da? Kurz den Plan reingucken. Also es geht. Das da, 54. Geht dann hier weiter. Ja, es hat schon ein bisschen Abstand, wobei da geht es halt in der Kurve dann wieder zusammen und 63 ist dann das Gleis, wo die Kehre reinkommt. 63, 73, 58 ist das unterste. Das nehme ich als Referenz. Okay. Dann ziehe ich doch mal das untere raus. Ja. Bis hier hinter nach der Kehre. Ich glaube, ich mache mal das einfach als Referenz. Das ist Kehrgleis da. Ich glaube, das ziehen wir hier so hoch. Das ist tatsächlich in meinem Plan so ähnlich dargestellt. Weil ja, hier hat es ein bisschen Platz dahinter, da ist das Lokorama, also da wäre schon noch ein bisschen Platz, aber hier für die Karte, glaube ich, reicht es so, dass das hier so ist. Das heißt, wir haben hier ein bisschen mehr Spielraum. Dann läuft es nämlich eigentlich hier so. Das ist kein so großer Abstand. So. Jetzt sieht es auch so aus wie in meinem Plan. Geht das noch einmal so nach oben. Geht dann hier so dreigleisig raus. Naja, das sieht einigermaßen wie das Original aus. Wir könnten jetzt das da oben noch machen mit der Abstellung. Insgesamt einmal, zweimal, dreimal, einmal so, das obere ungefähr so, das zweite, das dritte. Ich brauche das mal ganz kurz als Referenzgleis, damit es gleich ist wie im Plan. Das
heißt das oberste. Ja, so vom Abstand her. Und dann geht das hier eins so weiter. Dann geht runter wieder aufs Hauptgleis. Perfekt. Das heißt, Referenzgleis kann ich wieder kicken. Das wird so verbunden. Und das hier so. Sieht das so aus wie mein Plan. Jo. Und dann haben wir eine Weichenverbindung hier vorne nochmal noch so. Ja. Und da oben würde ich sagen, wenn wir das hier Romanshorn Industrie hier nennen. Also eigentlich würde ein Gleis da nach links auch noch weggehen. Das sind die Gleise 199, 195. Ich zeige euch das mal ganz kurz im Plan. Einmal switchen. Das sind dann die Gleise dann hier oben. 195, 196, 97, 98. Und dann geht es jetzt hier in dem einen Gleis da nach oben, 185, 186. Ich glaube, wir machen das einfach als Romanshorn Industrie, dass da so ein Anschluss ist. Und auf der gleichen Seite dann hier Industrie, dass wir die Gleise jetzt hier nicht darstellen. Ich glaube, das ist unnötig. Wir bleiben bei den Hauptgleisen hier. Sprich, da wo das Stellwerk hier ist, machen wir hier so ein Anschlussgleis. Dann ist der ganze Rest hier aber soweit authentisch eben da. Diese Weiche da, die geht hier davor nochmal so hoch. Da ist nicht sehr viel Abstand da. Das geht eigentlich kurz nach der hier hoch. Und dann darauf. Okay, gut. Planen wir das. Und den haben wir hier weiter. Also das wird dann hier Romanshorn Industrie. Warte mal nachschauen. 1, 2, 3. Ja. Schild. Okay. Romanshorn. Hafen. Wer ja, dann schon Node immer so sieht. Noden geht in die Richtung rauf. Romanshorn Hafen-Node. Das heißt, wir brauchen da. Wir machen da mal ein neues Signal hin. Okay. Ansteig. Ist da. Du Übergabe Ost. Dann hat man das soweit richtig dargestellt. Weil die Weiche könnte man. Die könnten wir ein bisschen weiter mittiger machen. Wobei es im einfachen Plan auch genauso da dahinter ist. Ich glaube, ich mache es mittiger. Ja, sieht das besser aus. So, von den Gleisgeschwindigkeiten. Das Gleis da oben muss schneller sein. Hallo? Ich möchte. Hallo? Der Abschnitt da. Okay, danke. Upgraden. Dankeschön. Das da unten bleibt langsam. So, die kommen hier wieder retour. Wir sind dann hier unten drin. Jetzt müssen wir hier hinten noch diesen Anschluss machen. Hier ab Stellwerk. Wie groß wird denn das Ganze jetzt? Ich würde sagen, wir machen das dann ab da. Sollen wir das symbolisch weiter hochziehen? Ich glaube, wir machen das so 1, 2, 3. Hier machen wir das 5 lang. So, das 1 weiterziehen. Aber das ist Romanshorn Hafen Süd. Romanshorn Hafen Süd. So. Einmal so.
Übergabe West. Und ich habe einen kritischen Fehler gemacht. Ich habe das Signal vergessen. Hier unmöglich. Kann ich das wieder löschen? Löschen. So, danke. Automatisches Signal. Ja, da mache ich ein automatisches Signal hin. Hier, die können ja da hinten rausdüsen, wenn sie wollen würden. Bahnsteig. So, Übergabe West. Oh, ich glaube, das kann man gelten lassen. Da fehlen jetzt noch ein paar Signale. Es hat gemäß Plan, ich zeige euch den mal, da haben wir hier Signale entsprechend. Hier ist das eine Ausfuhrsignal von da oben. Hier auch nochmal eine ganze Gruppe für beide Richtungen. Die mal kurz platzieren. Und natürlich hier unten in der Wende, auch klar. Jo, passt. Einmal ausblenden und dann wird gebaut. Das heißt, Autosignal haben wir schauend. Kannst du bitte rotieren? Haben wir einmal hier, haben wir einmal da und einmal da. Ausfahrend tatsächlich hier. Gleiche Höhe das andere. Es gibt auch hier oben nur die Signale. Jetzt muss ich mal schauen. Ihr habt jetzt 1, 2. Wir sind hier so auf gleicher Höhe. Machen wir das so. Und das da oben. Das machen wir mit manuell. Da weiß ich noch nicht, was wir da oben machen. Ich glaube, wir müssten ja eigentlich als Bahnsteiggleise den Hafen mit zuweisen, wenn wir da Züge abstellen wollen. Überlege mir noch, aber erstmal passt das grundsätzliche Gleisbild. So, nach dem Stellwerk. Öffnen wir jetzt hier mal kurz weiter. Kurz nach dem Stellwerk geht es hier einmal so quer nach unten. Aber ich mache das jetzt hier in der verkürzten Variante. So, das Gleis geht durch. Und weiter hinten geht das einmal so runter. So weiter. Kurz danach geht es von da nach da. Und haben... Ach, der Shit, das geht so gar nicht. Nee, ich brauche da mehr Abstand wegen den Signalen. Ich habe hier ein... Ja. Ich habe hier doch mal so ein Signal. Wo das hier so runter geht. Ah, muss echt weiterziehen. Einmal so. Wir haben dann hier versetzt nochmal ein Signal. Und ungefähr auf der Höhe, wo die Weiche da ist, hier noch ein Signal. Und dann geht es hier wieder nach oben. So ungefähr sieht es aus. Wobei steht das Signal da wirklich einfach mal so mittendrin? Also im vereinfachten Plan ist es so. Und dann kommt dann erst der Übergang. Das ist Abschnitt 64. Schauen wir uns das mal kurz im Plan an. 64 ist das da. Das Signal auf der linken Seite. Achso, ja, das wirkt nur so. Das sind die anderen Signale. Und da ist dann der Part hier. Ich glaube, man hätte das Ganze schon ein bisschen
verkürzen können. Das ist, wenn wir jetzt hier die Fahrt nach da oben machen. Ja, wenn wir das schon ab hier machen. Dann sparen wir uns da ein bisschen Platz. Das wird heißen, das wird dann hier so reingehen und da dann der Anschluss. Okay, gut. Ich würde sagen, ich verrutsche das einmal kurz ein bisschen, damit wir hier Platz sparen. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ah, cool. Er hat es natürlich nicht gesehen. Ah, ich kaut. Nee, also was ich meinte ist, das hier da einmal nach links verschieben. Dann rutscht auch das hier ein bisschen eins und da weiter nach innen. Ich möchte da gedanklich nur ein bisschen eins Platz haben, wenn man sich vorstellen kann, dass hier das Gleis noch so hoch geht. Eigentlich. Darstellen könnte man es ja, ne? Auch wenn es nicht genutzt wird. Ist das eine Option? Dass wir die Gleise darstellen. Wenn ich das mache, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schlecht, wenn es ein bisschen weiter da hinten ist. Weil da hat es dann eins Abstand. Ich glaube, wir lassen das so, wie es ist. Für die Option, dass ich da hinten noch die Gleise anzeigen lassen will. Das da greifen. Kommt jetzt hier nach vorne. Machen Sie das besser aus. Da fehlt noch ein Signal, merke ich gerade. Signal. Dankeschön. Für die Wände. Und jetzt bräuchte ich halt noch den Plan für da weiter hinten. Mal schauen, wir haben jetzt das hier runter. Also ich schaue gerade parallel auf den Plan. Und da hinten scheint es nochmal. Ah, das läuft so. Also, damit ihr es auch seht. Da hinten ist so das obere, geht dann wieder hier runter auf das hier. Das geht hier nochmal eins runter. Und dann geht es weiter entsprechend in die anderen Strecken. Okay. Gut. Basteln. Gleis. Hier so noch. Und dann geht es da so runter. Hier raus. Das hier hinten. Wir machen das jetzt mal gleich lang. Ist dann ungefähr so. Ach, war. Ich habe die Karte schon wieder nicht. Ah, das mit der Karte ist. War so klar, dass das passiert. Ich bin so ein Coward. Also, das, was ich jetzt gerade von der Karte gesehen habe, habe ich jetzt hier so nachgebildet. Da ist eigentlich noch ein bisschen mehr Abstand dazwischen. Ach komm. Machen es gleich richtig. Wir fahren eins weiter hoch. Und hier wieder rein. Löschen das Segment. Hat es da wie in echt ein bisschen mehr Abstand. Und dann ist der Bahnhofsbereich von Roman zum vorerst mal fertig. Bis da hinten auf das Signal. Und dann können wir hier die Nachbarstellwerke machen. Und dann glaube ich als Fleißaufgabe hier da oben die Gleise so ein bisschen anzudeuten. Soweit wie es halt geht. Ja, aussehen wird schon cool, wenn es angedeutet ist. Warum auch nicht? So, signaltechnisch muss ich jetzt nochmal auf meine Übersicht hier gucken. Also die Dreier-Signale, die haben wir. Oh, sehe gerade, ich muss das hier nochmal neu bauen. Oder ich mache es versetzt. Weil es hat dann jeweils hier nochmal ein Signal. Naja, das sieht irgendwie komisch aus. Weil die drei sind im Plan übereinander. Sind sie das auch in echt? Ich schaue jetzt gerade mal. Nee, in echt sind die auch versetzt.
So jeweils vor der Weiche. Ja, dann lassen wir die halt da so. Hallo? Reden, dankeschön. Aber hier brauche ich noch Platz für ein anderes Signal. Es ist ein bisschen dämlich, dass man das jetzt natürlich jetzt hier so macht. Ja, ich versetze es mal ganz kurz hier. Mache ich das so oder so? Ich mach's so. Signal. Du kommst hier so rein. Dann das da ist dann hier. Das wäre dann so. Ausfahrsignal für da. Und entsprechend gibt es dann hier noch das Einfahrsignal. Das gleiche auch da unten. Muss dann weitergehen mit der Strecke. Ergibt es so Sinn? Ne, ich habe gerade ein Signal vergessen. Und zwar das hier. Okay. Jetzt stimmt es. Ich meine, hier hat er wirklich Zug Platz zum Steam. Also er wird halt ein bisschen was blockieren, aber es passt jetzt soweit. Ich glaube, das hat ganz... Hat es denn eigentlich noch mal ein Signal? Bis vor hier zu dem Abzweig kommt? Ich gucke mal in meinen Plan. Es hat doch ein Signal. Und zwar steht es hier. Aber zwischen da und da hat es kein Signal. Also, Hauptzugnetz zumindest, hier, wo wir da einen Zug schicken könnten. So, jetzt von den Geschwindigkeiten her, was habe ich gesagt? Grün und Rot sind 80er Gleise. Das heißt, das ist hier Rot. Moment. Einmal upgraden, dankeschön. Das ist eigentlich bis zum Ende. Okay. Der ganze... Oh, der ganze Bereich hier ist entsprechend schnell. Ah, hier unten ebenso. Da unten, glaube ich, haben wir dann Highspeed, so wie es aussieht. So, das ist ebenfalls schnell. Die Verbindung tatsächlich nicht. Die bleibt langsam. Das da unten sowieso. Das ist hier wiederum schnell. Die Verbindung auch. Und jetzt wird es tricky. Tatsächlich zwischen den Signalen hier ist Geschwindigkeitswechsel. Soll ich das im Zweifel hier schnell lassen? Also so quasi ab der Hälfte wäre es dann eigentlich hier 40. Da. Oder kann ich? Gut, es geht. Dann wäre das jetzt so, weil das da ist alles langsam in dem Bereich hier. Da ist nichts mit Schnellfahren. Interesting, ja, macht doch irgendwie Sinn von der Weichenkonstellation her. Beziehungsweise die Fahrstraße da. Ich übernehme es jetzt mal von meinem Geschwindigkeitenplan. Dann stimmt es soweit. Okay. Die Weichen da unten, müssen wir schon mal im Plan nachgucken. Oh, das sind schnelle Weichen. Das muss noch korrigiert werden. Ne, da noch da. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Okay. Gute Sache.
Ich schaue jetzt mal ganz kurz den Plan an für die Strecken dahinter. Und dann bauen wir gerade den Abschnitt hier weiter. Also, bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder. Und ich habe mir das mal jetzt angeschaut, wie es jetzt hier weitergehen würde. Also, wir sind ja jetzt quasi bautechnisch bei dem Abschnitt, wo es dann hier wieder zweigleisig wird. Das obere Gleis hier geht da hinten in die Kurve rein und geht hier nach Egnach. Und da dachte ich jetzt am Anfang, ist zweigleisig, ist aber nicht. Das unterste Gleis, das Perrongleis, das hört hier auf. Das war vermutlich mal zweigleisig in der Vergangenheit. Das heißt, wir fahren hier eingleisig rein. Also wir werden den Bahnhof natürlich mit zwei Gleisen darstellen. Das untere als Halt, das obere zum Durchheizen. Und das Ganze kommt dann hier hinten wieder zusammen. Und wir haben hier nochmal so ein Gleis, was hier runter in die Industrie geht. Also vermutlich wird es nicht mehr genutzt, da stehen Autos. Das ist Reifenexport, aber wir könnten das trotzdem als Anschluss machen. Hier für Railroad, dass da hier was reingeht. Ich glaube, das wäre noch ganz witzig. Und dann geht es wieder eingleisig weiter. Das wäre das. In die andere Richtung geht es gerade nach unten. Man sieht erstmal nichts. Und dann sind wir hier unten. In Neukirch-Egnach. Da haben wir hier auch so ein Abstellgleis. Es wird hier zweigleisig. Es geht dann hier das eine Gleis wieder da rauf. Und auf der anderen Seite geht es dann wieder auf eingleisig weiter. Bis nach. Alle Zug. S-Bahn. Bis nach Steinenbrunn. Einfach mehr so ein kleiner Haltepunkt. Und von da unten, schauen wir mal, das kann man dann hier alles als SBL machen. Haben wir hier den nächsten Bahnhof nach Ulen, zweigleisig hier für einen Abschnitt. Ich glaube, das würde ich schon mit reinbringen und dann da unten weiter. Mal schauen, was hier das nächste ist, was Interessantes passiert. Hegenschwil-Winden. Ja, da ist ein bisschen was los. Da haben wir auch die Industrie. Hat es auch Industriegleise? Das könnten wir nutzen. Das könnten wir vielleicht das Ende der Szenerie machen. Auf der Höhe hier. Das ist auch nochmal so ein Kopfgleis. Ja, mal schauen, wie wir das dann darstellen. Das war interessant. Auf Höhe Egnach dann auch noch weiter. Und dann, glaube ich, haben wir soweit mal alles, was wir hier für die Railroad Map brauchen. Dann werden wir das jetzt da hinten noch darstellen. Meine Hauptadaption ist ja der Bahnhof selber. Wenn wir das da hinten dargestellt haben, könnten wir als Fleißarbeit hier oben die Hafengleise nur nachstellen, als Zierte, dass die da sind. Ich meine, ja, ich will es halt nicht als echte Gleise jetzt darstellen. Ich glaube, das reicht schon so, wenn wir sie als Anschluss haben. Rangiert wird dann hier unten ein bisschen oder hier oben. Könnten wir auch mal schauen, wir könnten die Sensoren hier noch einbauen. Stehen ja auch ab und zu Züge da oben rum. Und dann schauen, dass das irgendwie halbwegs authentisch mit einem echten Fahrplan funktioniert. Aber ich muss sagen, Romanshorn sieht jetzt schon mal nicht schlecht aus. Vor allem, es ist halt absolut authentisch. Ist halt auf das da. Aber das werden wir ja soweit irgendwie nachbilden. Ja, gerne eure Gedanken in die Kommentare. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Dann wird fleißig weitergebaut. Bis dann, gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.